Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Reihenvorstellung für euch und heute soll es um die Ice Like Fire Reihe gehen von Sarah Rash und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes erst einmal vorweg, ich kann euch zum Inhalt nur etwas zum ersten Teil sagen, da das eine fortlaufende Reihe ist und ich euch spoilern würde, wenn ich auf den Inhalt von zweiten und dritten Teil eingehe. Und das möchten wir nicht und deswegen erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz den Inhalt vom ersten Teil und worum es im Groben in dieser Reihe geht. In diesem Buch geht es um Myra oder wie auch immer man sie jetzt aussprechen möchte. Ihr wisst, mein Englisch ist not the yellow from the egg. Und Myra ist 16 Jahre alt und lebt im Exil, weil ihr Königreich Winter vor 16 Jahren zerstört wurde. Sie hat es mit 7 anderen Winterianern geschafft zu entkommen und ja, seitdem bereitet sie sich quasi vor. Sie bereitet sich vor auf einen Kampf, denn die Winterianer wollen versuchen, das Königreich zurückzuerobern, was gar nicht so einfach ist, denn derjenige, der in Winter eingefallen ist, ist niemand Geringeres als der König von Frühling. Und er heißt Angra und er besitzt ziemlich große Macht und Magie und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und ja, Myra trainiert jeden Tag mit ihrem besten Freund Martha und versucht sich auf den Kampf vorzubereiten und Martha ist quasi der König von Winter. Er ist der Nachfahre der Königin und ist damals, wie gesagt, mit entkommen und mit Myra zusammen aufgewachsen. Und so trainieren die beiden jeden Tag, um irgendwann Winter zurückzuerobern. Myra ist, wie gesagt, heimlich in Martha verliebt und weiß aber, dass da nie mehr draus werden kann, der er ja der zukünftige König von Winter ist. Und eines Tages erfährt Myra von einem Medaillon, mit dem es möglich ist, Winter zu retten. Und so begibt sie sich ganz allein auf die Suche nach dem Medaillon. Und ja, was ihr auf dieser Suche alles passiert, das ist es auch mit, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, Schnee wie Asche ist so eine typische Jugendteil-Fantasy-Geschichte. Wir haben hier eine Mittelalterwelt, wir haben hier ein gefallenes Königreich, wir haben hier natürlich die Rebellion, die versucht, das Königreich zurückzuerobern und wir haben natürlich einen starken Gegner und eine Liebesgeschichte. Und das macht Fantasy für mich natürlich auch aus. Ich finde, die Mischung hier in dieser kompletten Reihe war gut. Die hat mir super gut gefallen. Was die Handlung vom ersten Teil betrifft, kann ich nur sagen, dass ich sie damals ein bisschen schwach fand. Es war ein guter Einstieg in die Geschichte, konnte mich jetzt aber nicht so 1000%ig überzeugen. Aber ich wollte damals trotzdem wissen, wie das Ganze weitergeht und was mit Myra am Ende noch alles passiert. Denn am Ende vom ersten Teil haben wir einen ganz großen Plot-Twist, der nochmal die komplette Geschichte über den Haufen wirft, dann wollte ich natürlich wissen, wie es weitergeht. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir die Charaktere, die Welt, das alles damals im ersten Teil gut gefallen hat. Womit ich so meine Schwierigkeiten hatte, war der Schreibstil. Der war damals schon ein bisschen ausschweifend und ausladend und nicht so direkt auf den Punkt und nicht so actiongeladen, sondern eher ruhig auch, was halt auch den Verlauf der Geschichte wiedergespiegelt hat. Die ganze Geschichte ist eher ruhig erzählt. Und ja, wie gesagt, ich wollte dann trotzdem nach dem ersten Teil wissen, wie es weitergeht, denn irgendwas hatte die Geschichte auf jeden Fall an sich. Und einmal muss ich es wenigstens erwähnen, dieses Cover, wie die der anderen beiden Teile, ist wunderschön. Ich liebe diese Cover und ja, finde sie ganz toll. Und ich werde jetzt nochmal ganz kurz auf den zweiten und dritten Teil eingehen. Ich werde euch sagen, wie die mir gefallen haben. Keine Angst, ich spoilere nichts zur Geschichte, ich sage nichts zum Inhalt weiter und ja, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass der erste Teil ein guter Auftakt für die Reihe war, hat mir gut gefallen, konnte mich jetzt nicht 1000%ig überzeugen, aber wie gesagt, mit diesen fiesen Plot-Twists am Ende der Geschichte hatte mich die Autorin, dass ich weiterlesen wollte. Der zweite Teil, Eis wie Feuer, hält einige Überraschungen mehr bereit. Er ist auch ein bisschen dicker wie der erste Teil und ich muss sagen, dass der zweite Teil mein Lieblingsteil von der Reihe ist. Ich finde, hier wird eine gewisse Spannung aufgebaut. Hier kommen nochmal Charaktere in die Geschichte mit rein, die ganze Geschichte auch nochmal komplementieren und dem Ganzen auch nochmal eine gewisse Würze geben. Und hier sind auch wieder Plot-Twists und Wendungen drin, mit auch wieder einem fiesen Cliffhanger am Ende, was man nicht unbedingt kommen sieht. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil damals wirklich richtig gut gefallen hat und ich mochte ihn sehr. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Welt, ich mochte die verschiedenen Königreiche. Denn in dieser Welt ist es so, dass wir insgesamt 7 Königreiche, glaube ich, sonst haben. Und zwar einmal die Rhythmus-Königreiche und die Jahreszeiten-Königreiche. In den Jahreszeiten-Königreichen ist es so, dass immer entweder Winter ist oder Frühling oder Sommer oder Herbst. Immer. Da gibt es keine anderen Jahreszeiten. Und in den Rhythmus-Königreichen ist es so, dass es dort Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt. Und diese Königreiche bestechen durch eine andere Besonderheit. Und ich kann euch ja mal kurz die Karte zeigen von der Welt. Das ist diese hier.
Das ist Primora und ich muss sagen, dass mir die Welt richtig gut gefallen hat. Ich fand die Idee mit diesen Rhythmus- und Jahreszeitenkönigreichen richtig, richtig gut. Ich fand, die Autorin konnte das auch gut umsetzen. Sie hat die Welten gut erklärt, sie hat die Königreiche gut erklärt und das hat mir im zweiten Teil wirklich richtig gut gefallen, denn wir sind hier sehr, sehr viel unterwegs im zweiten Teil, so in der gesamten Welt und befinden uns nicht nur im ein oder zwei verschiedenen Königreichen. Und wie gesagt, die Charaktere, die im zweiten Teil eingeführt worden sind, haben dem Ganzen für mich so die gewisse Würze gegeben. Und ich konnte es damals nicht erwarten, dass der dritte Teil erscheint und habe mich dann richtig gefreut, als er im Dezember letztes Jahr rausgekommen ist und dachte, juhu, endlich weiß ich, wie es weitergeht, endlich weiß ich, was mit Theron passiert, endlich weiß ich, was Angra geplant hat, endlich weiß ich, wie die Geschichte ausgeht. Und ja, habe mich dann, wie gesagt, richtig auf diese Geschichte gefreut und ja, ich komme jetzt mal zum dritten Teil. Der dritte Teil, Frost wie Schatten, den habe ich ja jetzt erst beendet und ich muss sagen, ich hatte richtig krass Probleme, in die Geschichte wieder reinzukommen, was mir vorher noch nie passiert ist. Wirklich, ich habe wirklich sonst nie Probleme, in Bücher wieder reinzukommen, aber hier ist es mir verdammt schwer gefallen und ich kann euch nicht sagen, woran das lag. Ich konnte mit den Charakteren so überhaupt nichts mehr anfangen, außer die ganz wichtigen Charaktere wie Myra, Martha, Seer und Theron und Angra. Aber die ganzen anderen Nebencharaktere, die jetzt im zweiten Teil eingeführt worden sind, die mir damals so gut gefallen haben, ich hatte keinen Bezug mehr zu denen. Ich wusste nicht mehr, wie die in irgendeiner Art und Weise zu unserer Protagonistin standen. Ich wusste nicht mehr, was die für eine Rolle gespielt haben. Und ich bin wirklich ganz, ganz schwer in die Geschichte nur wieder reingekommen. Und das fand ich echt richtig schade. Ich hatte auch gehofft, dass vielleicht auf den ersten 50 Seiten nochmal so ein bisschen was aufgegriffen wird und wiederholt wird, was denn eigentlich so in den anderen beiden Teilen so passiert ist. Aber leider nein. Diese Geschichte läuft einfach komplett weiter, wo der zweite Teil aufhört. Was ich gut finde, wenn man die Geschichte wirklich so komplett am Stück lesen kann. Aber wie gesagt, bei mir liegen jetzt anderthalb Jahre da dazwischen. Und das hat es für mich echt richtig schwer gemacht, in die Geschichte wieder reinzukommen. Und deswegen hatte ich auch wegen der ganzen Lesezeit nicht mehr so den Bezug zu der Geschichte, weil mir das alles irgendwie ein bisschen entfremdet ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade, denn ich weiß noch, dass ich den zweiten Teil damals sehr, sehr gemocht habe und dass ich ihn richtig gut fand und dass ich das Ende gut fand und dass ich halt auch unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Zur Handlung kann ich ja sagen, dass sie mir im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Die Autorin hat hier eine gute Lösung am Ende für alles gefunden. Hier sind auch wieder Plot-Twists drin vorgekommen, womit man nicht so 100% gerechnet hat. Vieles war auch relativ offensichtlich am Ende, wo die Reise so hingeht. Aber sie hat auch zwei, drei Sachen eingebaut, die man jetzt nicht unbedingt hat kommen sehen. Das hat mir gut gefallen. Aber der Schreibstil hier in diesem Buch war wieder sehr, sehr ausladend und sehr, sehr ausschweifend. Ich weiß nicht, woran das lag. Also im zweiten Teil kam mir das damals nicht so vor, dass dieser Schreibstil so extrem ausladend ist, so wie er hier war. Ich weiß noch, dass er schon auch ausladender ist, der Schreibstil. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also er ist sehr detailreich und es wird sehr viel drumherum erzählt. Und ich weiß, dass das im zweiten Teil auch so war, aber dort kam es mir nicht so vor. Dort war einfach diese Grundstimmung in dem Buch war einfach komplett anders, dass es sich für mich anders angefühlt hat. Aber hier hat es mich dann echt streckenweise richtig genervt. Ich habe gedacht, es sind Informationen in diesem Buch, die wir nicht brauchen, die nicht zur Geschichte beitragen, die einfach wirklich nur die Seiten füllen sollen. Und da habe ich echt nur gedacht, so, nerv mich jetzt nicht mit so einem Scheiß. Ich will einfach wissen, wie dieser Mist jetzt hier ausgeht. Und ja, das hat mir die Lesefreude echt ein bisschen geraubt. Also wie gesagt, ich fand das Ende gut. Ich finde es gut, wie die Autorin das Ende hat ausklingen lassen. Ich finde es gut, was sie mit den Charakteren gemacht hat. Ich finde, sie hat eine sehr, sehr gute Lösung gefunden am Ende für alle. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, mir hat so einfach in dieser Geschichte so richtig der Bezug gefehlt, um wirklich wahre Begeisterung dafür zeigen zu können. Jeder, der gerne Jugendteil-Fantasy liest, sollte sich die Reihe auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, ich warne euch vor, der Schreibstil ist schreckenweise echt richtig ausladend und er verlangt einem da wirklich sehr, sehr viel ab. Es gibt ja viele Leute, die das mögen und ich denke, alle, die so Richtung Cassandra Clare und auch Mary E. Pearson, all denen, denen das gefallen hat, denen wird Frost wie Schatten auch gefallen, denn wie gesagt, die Charaktere sind an für sich richtig cool, die Welt ist richtig, richtig toll und die Geschichte im Großen und Ganzen hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, mir hat hier im dritten Teil einfach so wirklich der Bezug gefehlt zu allem. Und das fand ich ein bisschen schade und ein bisschen traurig, weil das hat jetzt für mich das Ende so ein bisschen verhagelt, dass ich halt einfach nicht mehr so reingekommen bin in die Geschichte. Ich denke mal, irgendwann in meinem Leben werde ich mir die Bücher nochmal krallen und werde sie am Stück nochmal lesen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall dann besser ist. Also
Alle, die diese Geschichte noch lesen, lest sie definitiv am Stück oder mit kurzen Zeitabständen, sonst habt ihr echt Schwierigkeiten, wieder reinzukommen, gerade nach dem zweiten Teil, weil dort so unglaublich viel passiert und so unglaublich viele Charaktere eingeführt werden. Also jeder, der gerne Jugendteil-Fantasy-Geschichten mag, mit einem etwas ausladenderen Schreibstil, der sollte sich die Bücher auf jeden Fall angucken. Ich fand die Geschichte an für sich gut und solide, aber so richtig tausendprozentig begeistern konnte mich die Reihe jetzt rückblickend betrachtet leider nicht. Das war meine kurze Reihenvorstellung zur Ice-Like-Fire-Reihe. Falls ihr die Reihe kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und ja, ansonsten kann ich nichts weiter sagen, außer ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.